Ihnen helfen? Das heißt, kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, du kannst tatsächlich was für mich tun. Und das wäre bitte? Du kannst mir verdammt nochmal aus dem Weg gehen. Ach, das wird wohl leider nicht möglich sein. Hey, alles ist möglich, Doc. Von allen Menschen solltest doch ausgerechnet du das wissen. Oh, tut mir leid, habe ich gerade Menschen gesagt. Kleiner Fehler meinerseits. Du bist ja gar kein Mensch, habe ich recht? Habe ich nicht recht? Sie erwarten doch wohl keine Antwort auf diese Frage. Stimmt, über dich weiß ich ohnehin schon Bescheid, Doc. Du hältst dich für unheimlich clever. Sieh dich nur an, selbstzufrieden wie du bist, du Held deiner eigenen mitleiderregenden Machtfantasien. Und dabei bist du doch nichts als ein weinerliches kleines Baby, stimmt's? Ganz tief in dir drinnen, bibbernd vor Angst, pisst dir in dein kleines gerüschtes Höschen. Ach, hören Sie schon auf! Nur ein fiepsendes, kotzendes, nacktes Baby, da ganz tief in dir drinnen. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Metaphern nicht durcheinander werfen. Also geh mir schon aus dem Weg, kleines Baby. Ein zweites Mal sage ich es nicht. Nein, ich gehe nicht aus dem Weg. Ganz bestimmt nicht. Wissen Sie, wer ich bin? Na, wissen Sie's? Mein kleines Baby bist du. Nennen Sie mich nicht so. Ich bin der Todesengel, der Echsenkönig. Sehen Sie nicht, was ich hier bewirkt habe? Sein Königreich habe ich hier auf Erden errichtet. Ich bin der Führer der Fünf. Sie sollten mich fürchten. Fürchten sollten Sie mich. Du tust mir so leid. Das war jetzt aber nicht sehr nett, oder? Die Pferde sitzen zur Rechten des Herrn. Haben Sie das gewusst? Denn unser sind viele. War Ihnen das klar? Sie Wurm. Sie Stück Kot. Sie nichts. Und nun die Apokalypse. Das Ende aller Dinge. Ihre Voodoo-Schlampe hatte recht, mein lieber Michael. Das Ende naht. Und es kommt schneller, als Sie denken.